Ja, meine Freunde, wir sind zurück mit der nächsten App-Review mit Red Bull Augmented Racing Reloaded. So, wir haben also ein Racing-Spiel ausgepackt über Red Bull. So, wir wollen auch direkt mal gucken. Wir haben hier verschiedene Lackierungen fürs Formel-1-Auto. So, in 4 Sekunden ist er auf 100 km/h, wiegt nur 565 Kilo und fährt 310 km/h schnell. So, wir gehen direkt mal hier auf Rennen. Was ist My Circuit? Ah, ich muss nicht eingeloggt werden. Gut, dann fahren wir halt nur auf den Pro-Strecken der Welt. Und zwar Strecken der Amerika. Zeitrennen, Rennen, Rennen. Rennen. So, wollen wir uns das ganze Ding jetzt einfach mal angucken. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ein Formel-1-Rennspiel direkt gesponsert von Red Bull. Kostenlos im Play Store erhältlich. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. So, ja, wollen wir einfach mal gucken. Gesteuert wird über den G-Sensor. Die Grafik ist einfach überragend, muss ich sagen. Echt geil. Also ich finde es wirklich super. So, wir gucken, ob wir jetzt hier ein paar Grafikfehler wieder haben. Rechts ist Gas, links ist Bremse. Ja, wir haben wieder ein paar Grafikfehler. Und wir haben auch direkt den ersten Absturz. Nicht vom Tablet, sondern vom Rennwagen. So. So, wir ziehen einfach mal direkt an der Außenlinie vorbei. Ja, trotz Grafikfehler, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Spiel gesuchtet. Und mir gefällt es. Mir gefällt es richtig gut. Auch wenn diese scheiß Blitzerei einem tierisch auf den Zeiger geht. So, da man nicht direkt sieht, wo man lang fährt, haben wir das große Problem. Ich weiß nicht, ob man hier die Ansicht wechseln kann. Ich glaube nicht. Aber guck mal, den anderen geht es da genauso. Viele sagen bestimmt, boah, hat der eine Macke, das so zu spielen. Ja, was willst du machen, wenn es mal nicht anders geht? Ich meine, ansonsten fährt es sich brachial genial. Das muss ich echt sagen. Der G-Sensor spricht sofort an und macht einfach fett. Guck mal, jetzt hier. An manchen Stellen ist gar kein Fehler zu sehen. Gut, ich meine, er bremst ein bisschen zu rapide runter und beschleunigt auf dem Gras ein bisschen zu dolle. Sound ist auch fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal hier, wie kann ich denn auf dem Rasen so beschleunigen? Da brauche ich ja gar nicht mehr die Strecke fahren. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht holen wir die jetzt auch so ein. Also, wenn ihr nicht vorher schon den Bildschirm verlassen habt und sagt, boah, das tue ich mir hier nicht an. Guck mal, ich rutsche ja nicht mal. Das ist ja das Geniale. Das kann aber nur Red Bull. Was meinst du, warum der Vettel immer so Weltmeister wird? Der fährt auch auf dem Rasen und beschleunigt. Guck mal hier, wie ich. Höchstgeschwindigkeit trotz Rasen. Bautz! Macht nichts. Ist ein Red Bull. Der kann das ab. Der kann sogar im Minusbereich beschleunigen. Habt ihr das gesehen? So, wir fahren jetzt mal in den Rasen rein. Mit den Reifen natürlich. Man muss sich eigentlich nur vorstellen, als Autofahrer hat man die Disco immer gleich dabei. Also es fasziniert mich von der Steuerung her echt gut. Bin gespannt, wann das nächste Update kommt, ob die Grafikfehler dann weg sind. Vielleicht ist es auch einfach nur die Engine bei mir, die es nicht länger mitmacht. Trotz alledem läuft die Sache rund. Wir haben 300 Stundenkilometer wieder mal erreicht. Wir müssen eigentlich, es ist ein Schwierigkeitsgrad, so muss man sich die Sache einreden. Man sieht die Strecke nicht und man muss sich ungefähr darauf konzentrieren, wo es lang geht. Ärgerlich. Macht nichts, wir sind trotzdem immer noch vorne. Ich weiß auch gar nicht, warum bremse ich eigentlich? Ich kann da über den Rasen knüppeln hier wie ein Blöder. Passiert doch nichts. Guck mal, du rutschst ja nicht mal weg. Die haben richtig perfekte Haftreifen. Erweiterte Realität im Spiel, in dem man einfach zuckende Blitze sieht. Das ist extra von Red Bull so, damit man Vettel drauf trainiert auf den nächsten Weltmeisterschaftskampf und gegen Alonso. Jetzt 2013 muss Vettel das Spiel so lange zocken, bis er perfekt die Runden auswendig kennt, trotz Blitzereien hier. 100 Punkte für den Checkpoint wieder. Da vorne muss man sich vorstellen, kommt Alonso, also kommt nicht, war da eben gerade, wir haben ihn überholt. Und wir speeden mit knapp 300 Sachen über den Rasen.
Das redet Red Bull ihm so ein, du musst das so machen. Ja, 3 Minuten 38, wer jetzt noch dran geblieben ist, der hat anscheinend echt einen zu viel bekommen. Aber wir machen das Rennen hier noch unbedingt zu Ende, weil das Spiel fetzt einfach, trotz Grafikfehler. Wenn man weit genug weg sitzt, stört einen das auch nicht so sehr. Bautz. So, da hebt auch Red Bull wieder ab, wie mit Felix Baumgartner. Ja, kein Problem, dafür ist Red Bull bekannt. Verleiht angeblicher Flügel, haben wir eben gerade gesehen an diesem Red Bull Auto. Zieht einfach mal die Schnauze vorne hoch. Klar, wer mit 300 Sachen gegen die Wand kachelt, ist auch nicht ganz dicht. Aber das macht nichts. Ich muss immer wieder sagen, trotz alledem zieht man hier extrem durch. Oh, rechts noch. Naja, guck mal hier, wir brauchen uns hier gar nicht anstrengen. Ist leichter als jedes andere Formel 1 Spiel. Da wären wir schon lange wegen Disqualifikation rausgeflogen, aber wir sind hier auf der privaten Strecke. Exklusiv abgesperrt für Verleiht Flügel Red Bull. Fahren auch direkt mal die Abkürzung, damit wir hier keine 3 Minuten mehr für eine Strecke brauchen. Nehmen den Checkpoint direkt mit. Haben wieder 100 Punkte kassiert. Also die Empfindlichkeit vom G-Sensor fetzt echt. Muss ich immer wieder sagen, bin ich voll fasziniert von. Schön, mal gucken, ob wir hier noch eine schnellere Rundenzeit hinkriegen als 3,42. Das wird ja wohl machbar sein. Ich meine, schließlich knallen wir hier mit ungeahnten Geschwindigkeiten lang. Oh, jetzt wirst du bekloppt hier. Also das ist echt der Wahnsinn. Das ist so ein Test für die Linse des Auges, ja. Da wird die Okular erstmal komplett durchgeschüttelt hier. Und die Linse sagt sich, boah, Leute, was wollt ihr hier von mir? Augenarzttermin. So, beschleunigt und ruckzuck bis in den 7. Gang hoch oder 8. Ich weiß gar nicht, wie viel er hier hat. Hat auch nicht zugehört und gezählt. Man meint ja, dass diese Autos hier mit knapp 600 Kilogramm extrem Anzug haben, wie man hier sieht, wie gesagt, auf Schotter, ohne Probleme, die haben wahrscheinlich Spikes drin, in den Reifen, ohne Probleme. So langsam, muss ich auch sagen, hitzt sich das Tablet extrem an der Seite auf. Wem kalt ist, hat einen schönen Handwärmer, wunderbar, gefällt mir sehr, sehr gut. So, wir müssen jetzt ja bald mal hier, haben wir da eben gerade schon wieder einen überholt, wie es aussah. Natürlich nicht ganz rechtens. Guck mal an hier, eine neue Zeit, die fahren, einfach mal 42 Sekunden schneller. Wahnsinn. Ja, gehen wir mal direkt zur Garage. Das ist also hier das Red Bull Augmented Racing Reloaded. Echt cool gemacht. Mit ein bisschen mehr Leistung würde ich sagen. Was haben wir hier bei Upgrade eigentlich? Motor? Oh nee, das ist mir zu teuer, das schaffe ich noch nicht. Oh, Entschuldigung, ich bin ein Schwein, ich weiß. So, gucken wir auf Optionen. Tiltempfindlichkeit vollkommen in Ordnung. Was haben wir noch? Das war's eigentlich schon. Ja, Streckeneditor könnt ihr, wenn du dich über Facebook einloggst, selber eine Strecke entwickeln. Ja, dieses. Und wir haben ja auch extrem viele Strecken. Monaco. Monaco, vielleicht ziehen wir da nochmal eine Runde. Komm, eine Runde noch. Kein Problem, das schaffen wir jetzt auch noch. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Spiel wirklich sehr gut. Dafür, dass es kostenlos ist, hat es zwar, es hat eine sehr gute Grafik, muss ich sagen. Hat zwar irgendwo ein paar kleine Macken von der Grafik her bei mir. Widersprüchlich ein Kommentar, ja, aber das macht nichts. Trotzdem fetzt es. So für unterhaltsame Sachen mal nicht schlecht. Und ich würde einfach euch ans Herz legen, probiert selber mal aus. Vielleicht läuft es bei euch ohne Grafikfehler, denke ich mal. Rotes Lux ist halt nicht so. Es ist halt dafür ausgelegt, eher Internet-Tablet zu sein als irgendwas anderes. So, rückwärts. Da war mir die andere Strecke doch schon sympathischer. Ich meine, die ist zwar nicht schlecht hier, aber kann man so schlecht einsehen durch diese scheiß Blitze hier.
ärgerlich. Ja. Kann man hier eigentlich einen Burnout machen? Er fährt lieber rückwärts statt vorwärts. Also er beschleunigt brutal. Aber wenn ihr einmal gegenknallt irgendwo, hast verloren. Hat sich die Sache. Also ich sag's noch ein letztes Mal. Ladet euch die App, probiert es selber aus. Bei jedem sieht die Grafik auf dem Tablet anders aus. Das ist ja der Witz daran. Und ja, somit wünsche ich euch viel Spaß mit dieser App. Und verabschiede mich und sage einfach mal Tschüss. Bis zur nächsten App-Review. Knallen wir die Karre nochmal ordentlich gegen eine Wand hier. Baut. So, und ich bin jetzt raus. Macht's gut.